Und willkommen zu Hosen, Mann, Spaß und Matze. Und heute gibt es eine Runde mit den Weezy ID. Oder wie gesagt, wie auch immer man den ausspricht. Ich weiß jetzt bis heute nicht. Ah. Letzte Überprüfungen. Ich habe das richtige Set ausgewählt. Von der Runde scheint das im Blick auf den Mass Production Luger, den wir da Finnfall nehmen, den Support halt. Und hat schon irgendwie Bock auf den. Schon bei der, aus irgendeinem Grund irgendwie besser läuft meistens. Nee, immer. Aber er läuft irgendwie stabiler zumindest als der Nugan. Ich weiß nicht, bei Nugan, ich glaube, das mit zu langsam, weil schon die Waffen her. Ich, wenn man die Ruhe hat, ist das dann mit der Pfanne echt geil, ne, aber. Naja, dann nehmen wir heute den. Da geht er los. In meiner normalen WGC-Bemalung. Die ist auch beim Messen des Nugan drauf, fällt mir ein. Ist einfach. Ja, ist ein bisschen ganz dem mäßig halt die Karte. Ein bisschen schneller Frost dann, aber cool ist Support. So, da fliegt einer. Und. Ja. Wo wollen wir hinschießen, ne? Überall sind die Gegner, gefühlt. Naja, shit. Wichtig ist immer bei den Mates ein bisschen zu bleiben, ne? So, ich glaube schon leider mal schon die Waffe zu oft auf, aber. Das hat getroffen, immerhin. Dass er nur zwei Armgranaten hat, das ist leider ärgerlich. Und sie nicht stacken können. Aber dafür hat er viele Waffen, das ist ganz toll. Natürlich da jetzt ein. Oh wait. Da kommt noch ein Double Seed da, Mad einfach bitte Schaden reinhauen. Ich würde sagen, die Chestburg, die schießt halt schnell, deswegen. Finde ich das ganz praktisch. Ah, schön getroffen. Aber die Raketen sind stark, oder Granaten. Oh, da schießt uns so weg. Ach, da wait natürlich. Wenn ich durch die Hauswand sehen konnte, denke ich auch geil, oder? Und natürlich der Atlas. Der hat eine sehr starke Raygun. Vor allem gegen Support. Vor allem, wenn er Leben hat und mehr Schaden macht, der. Das ist irgendwie auch komisch als Mechanik, aber okay. Ich muss sagen, ich habe ein Glück aktuell. Das kann man schon mal wissen, wirklich. Ich weiß gar nicht, die haben hier nur eine Welt, ich meine, die hat nur zwei, oder? Oh, ich kann alles reintragen. Sehr schön. Und weg ist er. Also wenn man einfach nicht reinschießen kann, dann geht es aber auch schnell mit dem. Fein durch die Raketen. Man hat halt meist doch mal Beamverteidigung drin, statt ballistisch. Deswegen ist das umso besser. Na, Schabkopf, da macht er noch einen Schritt vor, der nicht unverwundbar ist, aber naja. Mal hochschießen, Feind ist hier so weit schießen. Ich glaube, 300 Meter. Oder 250, aber ziemlich weit auf jeden Fall. Fühlt sich manchmal komisch an. So, er hat doch noch ein Stack gekriegt. Da kommt auch nur einer rum, deswegen wusste ich erstmal zu meinem Mate ein bisschen. Mit hoffen, dass er es merkt, aber. Er hat doch nicht viel Leben wiederum. Aber leider zu viel. Ich hab die Beine kaputt gemacht, wunderbar! Die Chance musste ich nutzen, einfach reintackeln zum Töten. Ja, wir haben jetzt aber nicht viel Leben, das ist schlecht. Aber mein Team geht auch durch, ne? Und das Ding macht Durchschuss aufgeladen, das ist auch sehr toll. Gut, den Mate helfen dabei. Ich glaube, die hätten wir im Stack doch relativ schnell. Ich meine 20 Treffer. Natürlich kann ich dafür schneller noch schießen, dann wäre es noch besser, aber. Naja, man muss sehen, was man hat. Na, vorbei. Eigentlich 700 war ein Treffer, ne? Wenn ich statt 6 reinhauen, ne, ist das schon gar nicht so wenig. 4000 irgendwas. Okay. Den können wir einfach schlagen, dass er vielleicht einen Stack kriegt, aber leider ist er weggerollt. Oh, die Raketen haben gereicht. Wunderbar. Gut, der Mate ist noch reingeschossen, glaube ich. So, stehe ein bisschen dumm da. Es lebt noch ein Mate. Und ich stehe an der Ecke. Hier komme ich nicht so schnell weg, glaube ich. Wir können auch so irgendwie wegzufliegen. Extra tief. Wir schauen ein bisschen Deckung. So, im Wasser kühlt man schneller ab. Fällt noch nicht so sehr auf. Das kann ein Gegner zu mir kommen, aber auch ganz gut. Ich meine, mittlerweile habe ich schon ein paar Mates herumstehen. Und ich treffe gerade gar nicht.
weil es gar nicht so toll ist. Immer schön hochschießen. Dort kann ein Gegner kommen. Der ist direkt vor mir runtergesprungen. Na, das ist der Oron. Oh, der Maid. Der hilft mir. Ich bin endlich so umgeworfen, aber okay. Ja, die Waffe ist nachgeladen. Boah, der hat ihn umgeworfen. Schön in die Beine. Mit der Hoffnung, dass er umfällt. Wenn er boostet. Ja, okay. Da will man Stack hier, aber schon wird Headbullets geben. Ich boost nach hinten in Panik und erwische mich. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob er kein Forster mehr hatte. Wahrscheinlich. Hat ihn so weit geschossen. Da ist ja noch einer. VCID. Na, ja, ich ziehe da auch erbärmlich. Ah, oh, nur ein Treffer, das deckt er nicht. Also schön die Hauswand sammeln. Der drüben ist fast tot, ne? Und ich krieg ihn einfach nicht. Jetzt auch. Okay, ich werde gleich sterben wahrscheinlich. Bis jetzt habe ich ganz gut überlebt, muss ich sagen. Bin ich eigentlich schon gestorben, ne? Wir sind nur 2 Minuten 20 auf der Uhr. Ich weiß nicht, wie ich das ja gerade mache, aber irgendwie überlebe ich. Naja, irgendwann ist er mal vorbei. Ein Tod und es sind nur 2 Minuten. Ich konnte mich ganz gut raushalten. Und dafür ganz gut reinschießen. Das ist keine echt gute Runde werden. Okay, bei D-Spawn. Ja. Die sind noch zu dritt davon. Die 3 muss da schnell hin. So, schnell einspawnen. Schnell unterstützen. Wobei es scheinbar auch gar nicht so viele Gegner sind, ne? Wenn der Enemy ist, kam halb tot. Na, ah, ich hab getroffen, okay. Ah, ich hab sein Schild getroffen. Deswegen hat er 1000 Schaden nur gekriegt. Ist halt mehr Spielen, Atlas. Okay, den können wir schön in die Beine schießen. Oh, ich hab sogar beide getroffen. Immer schön die Raketen rausbären. Und ich glaube, da komme ich nicht ganz weg, oder? Ja, doch. Zum Glück lassen die Gegner von mir ab. Sonst wäre ich nicht schnell gekommen. Ja, okay, den hätten wir. Der wird halt gefährlich. Na, nein, ich hätte es wieder abdrücken sollen. Dann hätte ich getroffen. Die Hälfte einfach gegen den Pfeiler. Alles muss nachladen. Wie viel? Aber er hat eigentlich später fast immer eine Waffe zu schießen. Ich schieße 6 in die Beine rein. Ach, die Raketen. Wenn ich schnell da gewesen wäre, gut gewesen. Einheiten ist halb tot, ne? Und die Durchschüsse. Ich kann sie mal nutzen. Ja, vielleicht schieße ich dann doch nicht. Okay, der ist dann halb tot. Die würde ich gerne noch kriegen. Und der hat keine Rolle mehr, glaube ich. Und er ist weg. Also, wir gewinnen ja auch so, würde ich sagen. Wir haben ganz viele Punkte. Ja, nur die Mädchen getroffen. Der irgendwie schadet geht denn der Angscha. Der hat gar keine Ballistik scheinbar. Ist einfach 1000 für so einen Treffer kriegt. Alles rauslassen. Okay, ich würde sagen, war eine gute Runde mit nur ein Tod. Ja, nur ein Tod. Ah, das war stark, glaube ich. 130.000 stark. Besser als jeder Gegner. Da bin ich schon locker erster in der Lobby, oder? Den Angstschalen Brace und den Oberon, würde ich sagen. Oh, ich habe 12 Abschüsse. Okay. Ja, ein Tod, ne? Der gegnerische konnte gar nicht so viel machen. Aber ich muss sagen, der Raid kam auch nie zu mir. Also das war auch sehr glücklich. Es ist halt auch schön, wenn man so in Ruhe arbeiten kann. Gut, nichts weiter, dann sag ich schon mal bis zum nächsten Mal.